Hallo Leute, es gibt neue Corona-Regeln, neue Corona-Maßnahmen und in diesem Video möchte ich sie dir erklären. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte heute eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Die Ministerpräsidenten, das sind die Regierungschefs der verschiedenen Bundesländer, also Bayern, Nordrhein-Westfalen, Berlin ist auch ein Bundesland, Hamburg, Niedersachsen und so weiter. Ja, wir haben 16 Bundesländer in Deutschland und diese Regierungschefs, diese Ministerpräsidenten von diesen 16 Bundesländern hatten heute eine Konferenz, eine Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und sie haben alle diskutiert. Und sie haben neue Regeln beschlossen. Die neuen Regeln gelten ab dem 2. November, Montag, den 2. November. Was heißt gelten? Gelten heißt, diese Regeln funktionieren erst ab dem 2. November. Und alle diese Maßnahmen, alle diese Regeln sind befristet bis Ende November. Also vom 2. November bis Ende November. Was sind jetzt die Regeln? Die erste Regel: Man darf sich nur noch mit maximal 10 Personen treffen. Das heißt, wenn du dich triffst, darfst du dich nur mit 9 anderen Personen treffen. Und diese Personengruppe, die müssen entweder alle aus einem Hausstand sein, also aus einer Wohnung, aus einem Haus, ja, alle zusammen wohnen, oder aus maximal 2. Also es funktioniert nicht, dass sich zum Beispiel 3 Personen aus einer Wohnung treffen, 3 aus einer anderen, dann noch 2 aus noch einer. Das sind zu viele Hausstände, also Haushalte. Maximal 2 Haushalte, 2 Wohnungen und maximal 10 Personen in der Öffentlichkeit. Wir sprechen von Treffen in der Öffentlichkeit. Das heißt, man darf jetzt nicht mit 15 Personen oder 11 Personen auf der Straße feiern oder einfach nur sitzen. Das darf man jetzt nicht mehr. Das ist jetzt ab dem 2. November nicht mehr erlaubt. Die zweite wichtige Regel, also wichtig für euch, ist die Schließung von ja, Einrichtungen für die Freizeit, also Firmen, Vereinen, die mit der Freizeit zu tun haben, ja, mit den Hobbys, wenn man so möchte. Das sind Messen, obwohl Messen sind für mich keine Freizeit, aber okay, Messen sind geschlossen, Kinos geschlossen, Schwimmbäder geschlossen, Fitnessstudios werden geschlossen und auch Sportvereine werden geschlossen, außer Individualsport. Individualsport, das heißt, wenn du alleine Sport machst. Natürlich darfst du alleine Sport machen. Und übrigens, das ist, was ich schon seit Anfang des Jahres mache. Ich nehme mein Handy, gehe in den Park. Auf dem Handy habe ich ein paar Videos, Sportvideos, und dann mache ich im Park Sport. Habe ich heute Morgen auch gemacht. Funktioniert sehr, sehr gut. Und draußen macht es ein bisschen mehr Spaß als drinnen, muss ich sagen. Also Sport funktioniert auch ohne Fitnessstudio und ohne Schwimmbad. Die dritte wichtige Regel: Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Also alles, was mit Essen zu tun hat, wird geschlossen oder mit Trinken zu tun hat, wird geschlossen. Also Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, das wird alles geschlossen. Restaurants, ja, das wird alles geschlossen. Es gibt eine Ausnahme, wenn man sein Essen mitnehmen möchte und mitnehmen kann. Das geht. Lieferungen sind möglich, das heißt, wenn das Restaurant, der Imbiss, die das Essen bringt, das ist eine Lieferung, oder wenn du dein Essen abholst, das geht auch. Aber du darfst nicht im Restaurant sitzen ab dem 2. November. Gute Nachricht, Friseurbetriebe bleiben geöffnet. Man sieht es nicht, aber ich war letzte Woche beim Friseur. Und die letzte wichtige Nachricht, Schulen und Kitas, Kindergärten bleiben geöffnet. Das ist eine wichtige ja, Änderung im Vergleich zum Anfang des Jahres, im März, April, da waren viele Schulen geschlossen, die Kitas waren geschlossen, die Kindergärten, die waren geschlossen. Und das hat zu großen Problemen geführt, denn wenn die Kinder zu Hause sind, die kleinen Kinder besonders, und die Eltern auf die Kinder aufpassen müssen, ist das sehr stressig für die Eltern. Und man konnte die Kinder nicht einfach zu den Großeltern bringen. Warum? Weil alte Menschen gehören zur Risikogruppe. Risikogruppe, das sind die Menschen, die eine hohe Gefahr haben, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie an Corona sterben
oder große Probleme mit Corona bekommen. Und sehr, sehr alte Menschen gehören zu dieser Risikogruppe. Darum ist es eine Erleichterung im Vergleich zu Anfang des Jahres. Ja? Kitas und Schulen bleiben geöffnet und die Politiker sagen, dass sie versuchen, dass die Schulen und die Kitas geöffnet bleiben. Wir werden das sehen. Also nochmal, diese Regeln gelten ab Montag, den 2. November, für den ganzen November. Es kann sein, dass nach 2 Wochen sich die Ministerpräsidentin und Angela Merkel nochmal besprechen und dass sie sagen, okay, wir müssen die Regeln etwas anpassen. Ja, wir brauchen ein paar neue Regeln oder wir nehmen ein paar Regeln weg, wir erleichtern etwas. Das wissen wir nicht. Momentan, was wir wissen, ist, ab Montag, den 2. November, gelten diese Regeln. Was hältst du von diesen Regeln? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Findest du diese Regeln gut? Findest du sie schlecht? Findest du sie zu hart? Findest du sie zu schwach? Mich interessiert deine Meinung. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.